Wer hätte gedacht, dass diese Sonde überlebt hat? Japans Slim-Mondlandesonde erwacht zu neuem Leben und nimmt ihre Mission wieder auf. Die eisig kalte Mondnacht konnte dem Wundervehikel der Japaner nichts anhaben und jetzt wird Slim uns noch nie zuvor dagewesene Daten senden. Slim gilt jetzt schon als eine Ausnahmemission und die Sonde könnte die Besiedlung des Mondes komplett verändern. Im Januar 2024 landete die japanische Mondsonde Slim erfolgreich auf der Mondoberfläche. Slim steht übrigens für Smart Lander for Investigating Moon. Erstmals landete eine Mondsonde praktisch selbstständig und mit einer Präzision von 50 Metern zum angezielten Landeort. Das ist eine unglaubliche Leistung der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA gewesen und im Grunde war die Mission damit schon mehr als erfüllt, doch Slim geht weiter. Die Japaner zeigten mit ihrer Mondsonde nämlich erneut, wie genial ihr technischer Erfindergeist auch in der Raumfahrt ist. Die Japaner sind bekannt für ihre Liebe zu Technologie, Gimmicks und Animationen, doch im Weltraum ist die Nation noch eher neu oder besser gesagt bisher völlig verkannt gewesen. Japan landete nämlich schon vor Jahren erfolgreich Sonden auf einem Asteroiden, darunter ein Lander, ein Rover und ein Begleitvehikel, die den Asteroiden seitdem untersuchen. Diese Technologien sind so genial, dass sie durch das intensive Studium der Asteroiden und Kometen in Zukunft die gesamte Menschheit vor einem vernichtenden Einschlag solcher Objekte bewahren könnte. Mit einer Mondmission wollte Japan sich jetzt endlich den Respekt und die Anerkennung in der Raumfahrt verschaffen, die der Nation eigentlich schon lange gebührt. Und dieses Mal ist das Vorhaben gelungen. Slim war bisher die einzige Sonde, die so zielsicher auf dem Mond landen konnte und dabei auch noch selbstständig navigierte. Generell kommen uns Mondlandungen in der Gegenwart manchmal schon normal vor. Viele Nationen haben inzwischen Sonden auf dem Mond platziert, doch was die meisten nicht wissen ist, wie schwer die Landungen sind. Russland verlor eine Sonde bei der Landung, Indien verlor seinen Lander und seinen Rover beim ersten Anlauf und die zweite Generation erfror auf dem Mond. Lediglich China landet einen Rover nach dem anderen mit Erfolg und jetzt eben auch Japan. Beide Nationen sind technologische Vorreiternationen und sie sind hochinnovativ. Zittern um Slim? Slim war voll und ganz darauf ausgelegt, eine gezielte Landung in der Nähe des Mondäquators durchzuführen, was bereits eine technische Meisterleistung ist. Der Landevorgang war ein Erfolg, verlief aber trotzdem nicht ganz so ohne Schwierigkeiten. Während der letzten Phase des Abstiegs, als Slim sich der Mondoberfläche näherte, trat ein Problem mit dem Triebwerk auf. Dieses Problem führte zu einem Verlust der Kontrolle über die Höhe und Geschwindigkeit, was schließlich dazu führte, dass Slim seitlich landete. Doch trotz diesem Fauxpas hatte die Sonde ihr Ziel so sicher angepeilt, dass die ganze Welt begeistert war. Der kleine Misserfolg war also nicht wirklich von Bedeutung, doch Japan ist ehrgeizig. Anstatt aufrecht zu stehen, wie es geplant war, lag Slim nach der Landung auf einem Hang mit einer Neigung von etwa 17 Grad. Diese Position hatte mehrere unmittelbare Auswirkungen auf die Mission. Zum einen beeinträchtigte die seitliche Landung die Effizienz der Solarpaneele, die die Batterien von Slim mit Energie versorgen sollten. Da die Paneele nicht optimal ausgerichtet waren, konnte die Sonde nicht genug Sonnenlicht einfangen, um ihre Batterien vollständig aufzuladen. Zum anderen beeinträchtigte die geneigte Position die Ausrichtung der Kommunikationsantenne, was die Fähigkeit von Slim, Signale zur Erde zu senden und zu empfangen, einschränkte. Trotz dieser Herausforderung gelang es den japanischen Ingenieuren aber, die Sonde wieder anzupassen. Auch das gleicht eigentlich einem Wunder, die Sonde so präzise zu landen, sie dann aus der Misslage zu befreien und nach dem Winterschlaf wieder zu aktivieren. Das sind Meisterleistungen der Japaner. Slim musste generell seine Energie während all dieser Zeit sorgfältig verwalten, um trotz der eingeschränkten Energie die Kommunikation mit der Erde aufrechtzuerhalten. Die Position war der Erde gegenüber nicht günstig. Der Mondhorizont lag praktisch zwischen der Kommunikationslinie. Das ist ein weiterer Nachteil von Mondlandungen, den viele Weltraumfreunde gar nicht kennen. Die Kommunikation mit Sonden kann extrem schwer sein. Slim konnte nur sporadisch mit der Erde in Kontakt treten und JAXA konnte die Sonde nur zu bestimmten Zeiten kontrolliert steuern, um sie aus ihrer misslichen Situation zu befreien. Diese unvorhergesehene Situation stellte die Ingenieure der japanischen Raumfahrtagentur natürlich vor erhebliche Herausforderungen, doch Slim erwies sich erneut robust und flexibel. Diese völlig neue Generation von Mondsonde zeigt sich bisher also nicht nur ungewöhnlich präzise und intelligent, sondern auch als widerstandsfähig und zäh.
Trotz der schwierigen Landebedingungen konnte Slim seine Mission fortsetzen und die Tatsache, dass die Sonde selbst nach der Mondnacht wieder funktionstüchtig ist, wird unsere gesamte Mondforschung auf eine neue Dimension heben. Slim ist zurück. Trotz eisig kalter Mondnacht hat sie überlebt. In Indien war die Freude riesig, als im Jahr 2023 endlich die Landung von zwei Mondsonden gelang. Der Lander Vikram und der Rover Pragyan waren schon der zweite Anlauf der Inder, Sonden auf dem Mond zu landen, doch es ist etwas passiert, mit dem niemand gerechnet hatte. Nachdem Vikram und Pragyan erfolgreich gelandet waren, brach bald die Mondnacht herein. Auf dem Mond dauern ein Tag oder eine Nacht jeweils 14 Erdtage. Die Tage können heiß und extrem hell sein, während die Nächte eisig kalt und finster sind. Indien hat es aus eigentlich unerklärbaren Gründen verpasst, seine Sonden mit Heizpaneelen auszustatten. Da die Inder das Kunststück vollbringen wollten, nahe der zerklüfteten Pollandschaft zu landen, waren die Sonden erst recht eisigen Temperaturen ausgesetzt. Und was geschah? Sie sind erfroren. Millionen Dollar waren futsch, nur weil die Heizung fehlte. Die Japaner haben hier weitergedacht. Obwohl Slim ursprünglich nur die Meisterleistung der Präzisionslandung vollbringen sollte, war eine Folgemission geplant. Slim sollte zumindest einige Bilder aus dem Scioli-Krater senden. Nach der Mondnacht bewies Slim dann aber nicht nur, dass sie immer noch am Leben ist, sondern zeigte der Welt auch die hervorragenden Bilder des Kamerasystems. Nachdem die Sonde Temperaturen von bis zu minus 173 Grad Celsius überstanden hatte, schoss sie extrem detaillierte und hoch aufgelöste Bilder der Mondoberfläche. Dabei war das Besondere bei dieser Sonde, dass auch sie nicht über spezielle Heizsysteme oder über eine Isolierung verfügte. Die Japaner lösten das Kälteproblem auf andere Weise. Die empfindliche Elektronik wurde vor dem Einfrieren geschützt, indem die Sonde in den sogenannten Hibernationsmodus versetzt wurde. In diesem Modus wurden fast alle Systeme abgeschaltet, um Energie zu sparen und die internen Temperaturen stabil über minus 40 Grad Celsius zu halten. Das galt in der Fachwelt zunächst als eine riskante Strategie und Experten der NASA und andere Raumfahrtnationen bezweifelten, dass die Strategie der Japaner aufgehen würde. Doch wieder bewies Japan ungewöhnlichen Erfindergeist und den weiteren Fortschritt in der Raumfahrt. Am 25. Februar 2024 wachte Slim dann auf und schickte ein Signal an das Team der JAXA. Ihr könnt euch vorstellen, wie riesig die Freude bei den japanischen Raumfahrtexperten war und natürlich ging sofort eine Meldung um die Welt. Die JAXA bestätigte, dass Slim die Mondnacht überlebt hatte und seine Kommunikationsfähigkeiten intakt geblieben waren. Dieses Erwachen markiert einen bedeutenden Erfolg in der Raumfahrttechnologie der gesamten Menschheit, denn wir wollen schließlich alle profitieren von den technischen Meisterleistungen der Japaner. Wir wollen bei der Monderforschung gemeinsam Fortschritte machen. Die Erschließung des Mondes als Siedlungs- und Wirtschaftsraum steht nämlich kurz bevor. Die NASA landet bald wieder Menschen auf dem Mond, die dann im Rahmen der Artemis-Mission dort leben und arbeiten sollen. SpaceX und Elon Musk werden an dem Projekt beteiligt sein und die JAXA sichert sich mit ihren Erfolgen jetzt ebenfalls einen Platz bei dem internationalen Mondprojekt. Die Japaner haben bereits angekündigt, intelligente Lebenserhaltungssysteme zu Artemis beizusteuern und Japan hat einige weitere intelligente Mondsonden entwickelt, die Slim bald ergänzen sollen. Eine Sonde sieht ein bisschen wie ein rollender Ball aus. Sie soll eigenständig über die Mondoberfläche kugeln und sich an geeigneten Stellen zu einem wandlungsfähigen Rover entwickeln. Dazu kann sich die Kugel entfalten, Beine, kleine Bohrer und Messsonden ausfahren, dann Proben nehmen, Bilder schießen und Daten sammeln. Nach Erfolg der Mission rollt sich der Rover dann wieder zusammen und kullert weiter. Diese unglaublichen Teile könnten auf dem gesamten Mond zum Einsatz kommen und Mondsiedlern und Wissenschaftlern die Arbeit erleichtern. Slim ist also erst der Anfang und die Tatsache, dass diese Sonde nach den extremen Bedingungen wieder funktionstüchtig ist, öffnet das Tor zu neuen Dimensionen der Monderforschung. Nun, da Slim wieder aktiv ist, steht aber erstmal die Fortsetzung der wissenschaftlichen Experimente und der Datenerfassung auf dem Programm. Die Sonde wird weiterhin die Mondoberfläche erkunden, insbesondere die geologisch und mineralogisch hochinteressante Scioli-Region. Die internationale Eroberung des Mondes. Der Smart Lander for Investigating Moon war nach den USA, der ehemaligen Sowjetunion, China und Indien das fünfte internationale Projekt, dem eine sanfte Landung auf dem Mond gelang. Damit verwandelt sich der Mond also langsam zu einer Multikulti-Landschaft, was ein friedliches Zeichen in Richtung der Erde sendet.
Auf dem Mond und im Weltraum vereinen sich die Nationen zu einem Miteinander, von dem auch die Situation auf der Erde profitiert. Im Weltraum finden sich Russen und Amerikaner zusammen. Russland hat gemeinsam Projekte mit der ESA am Laufen, Japan und Indien gesellen sich dazu und selbst die Chinesen teilen ihre unglaublichen Erfolge mit den Chang'e-Missionen mit der Welt. Chang'e gelang zum Beispiel der Fund von winzigen Glasperlen, die Wasser enthalten. Diese Glasperlen liegen praktisch überall im Mondboden verteilt und Mondsiedler müssen sie nur aufkochen, um das darin enthaltene Wasser für sich nutzbar zu machen. Vor diesem sensationellen Fund dachten Wissenschaftler, wir müssten lange und mühsam nach Mondeis bohren oder Wasser über Pipelines von den Mondpolen zu den künftig geplanten Siedlungsgebieten führen. Also jede Mission trägt ihren Teil zu künftigen Projekten auf dem Mond bei und der rege Austausch von Technologien und Wissen stärkt die internationale Gemeinschaft der Menschen. Die Arbeiten von Slim im Scioli-Krater werden uns ebenfalls wertvolle Daten über die Mondgeologie liefern. Den Aufbau des Mondes zu verstehen ist essentiell, wenn wir ihn künftig als Siedlungs- und vielleicht sogar als Wirtschaftsraum nutzen möchten. Übrigens fanden die chinesischen Raumfahrer auf dem Mond auch ein Helium-Isotop, das künftige Fusionsreaktoren antreiben könnte. Kernfusion wäre die Lösung des Energieproblems auf der Erde und auch auf dem Mond könnten wir Kraftwerke betreiben, die billig saubere Energie erzeugen. Das wiederum könnte Lebenserhaltungssysteme antreiben, Gewächshäuser auf dem Mond beleuchten, Raumfähren starten lassen und ein blühendes Leben auf dem jetzt noch eher karg erscheinenden Mond ermöglichen. Slim ist also ein weiterer wichtiger Teil des Traumes, den Mond als Lebensraum zu erschließen. Und das war's mit unserem Video. Wenn du in Zukunft kein neues Video mehr verpassen möchtest, klick gerne auf Abonnieren und das Däumchen und wir hören uns bald wieder. Bis dann.